Gerade in diesen herausfordernden Zeiten ist es wichtiger denn je, der eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen. Im Rahmen des Kreativwettbewerbs Young at Art hatten Kinder und Jugendliche die Chance, sich selbst zu verwirklichen und erstaunliche Werke zu schaffen. Vom Video über Skulpturen bis hin zum eigenen Musikstück wurde das Motto der Kunst ihre Freiheit in verschiedensten Arten künstlerisch umgesetzt. Und das sind sie, einige der jungen, kreativen Köpfe, die heuer ausgezeichnet wurden. Vor 15 Jahren wurde der Startschuss für Young at Art, zeig uns dein Talent, gegeben. Ja, heuer haben wir das 15-jährige Jubiläum. Wir haben einen Rekord mit über 880 Werken und eine tolle Qualität. Also Wahnsinn, was die Kinder und Jugendlichen in Oberösterreich da schaffen und uns präsentieren. Ja, das Besondere ist, wenn die Werke der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu uns ins Museum kommen für die Jury-Sitzung und wir dann sozusagen vor diesem unglaublichen Berg an Kreativität stehen und auswählen. Auch das Wimmer Medienhaus unterstützt den Wettbewerb seit vielen Jahren. Gerade in jetzigen Zeiten, wo Kunst und Kultur sowieso etwas zu kurz kommt, ist es wichtig, eine Bühne zu bieten für vor allem junge, nachwachsende Künstler. Ich bin jedes Mal wirklich hellauf begeistert, was für tolle Nachwuchskünstler und Talente wir haben. Jeder Mensch hat Talente und Begabungen und gerade bei Kindern und Jugendlichen ist es wichtig, diese Talente und Begabungen zu entdecken, diese zu fördern und diese vor den Vorhang zu holen. Und umso mehr freut es uns, dass die oberösterreichischen Nachrichten Teil von Young at Art sind. Young at Art ist wirklich eine tolle Einrichtung, die vor 15 Jahren geschaffen wurde. Und gerade in Zeiten wie diesen ist es einfach toll, wenn man junge Leute, wenn sie sich präsentieren, wenn man sie vor den Vorhang holen kann. Und das ist natürlich für uns, da sind wir natürlich liebend gerne dabei. Und ich gratuliere allen, die da teilgenommen haben. Es sind wirklich großartige Werke. Die junge Generation nutzt Handys, nutzt Apps, nutzt die digitalen Tools für die Kommunikation. Und das hat man gerade in dieser Zeit gemerkt, dass da extrem viel kreative Ideen am Start sind. Jeder Preisträger, jede Preisträgerin hat einen ganz eigenen Stil. Was mich sehr begeistert hat, war die Vielfalt der Arbeiten. Sie hat sehr gutes Gespür, wann sie Farbe und wann sie Schwarz-Weiß verwendet. Sie zeigt durchaus narrative und serielle Ansätze, das finde ich auch sehr faszinierend, durch das Triptychon zum Beispiel. Und ja, man kriegt irgendwie Lust, wenn man ihre Sachen anschaut, dass man mit ihr darüber redet, wie das entstanden ist und was ihre Gedanken dazu waren. Als Hauptgewinn wartet eine eigene Ausstellung, so wie Vini Kuvidivici, jene der drei Vorjahressieger. Uns von Seiten der Kulturvermittlung ist es ganz wichtig, Danke zu sagen an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ihnen einfach auch zu ihrer Kreativität zu gratulieren und ihnen alles Gute zu wünschen, an dem dran zu bleiben, dass sie ihre Ausdrucksfähigkeit weiterentwickeln. Ich freue mich sehr, dass über 880 großartige Einreichungen von jungen, talentierten Künstlerinnen und Künstlern das Potenzial der oberösterreichischen Next Generation eindrucksvoll unter Beweis stellen. Das ist ein starker und auch ein wichtiger Beitrag für unser Kulturland Oberösterreich. Herzlichen Dank dafür und weiterhin viel Erfolg allen jungen Künstlerinnen und Künstlern.